최, 최, 독, 일, 어. Hören Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du sitzt in der Straßenbahn und hörst, wie sich eine Schülerin und ein Schüler, Clara und Julian, unterhalten. Hey, Clara. Hey, Julian. Hast du schon gehört? Wir haben tatsächlich gewonnen. Gewonnen? Was? Ach Mensch, das habe ich dir doch erzählt. Alle 9. Klassen haben beim Landeswettbewerb Fremdsprachen mitgemacht. Wir haben doch schon ewig an diesem Theaterstück auf Spanisch und Englisch geübt. Das habe ich dir doch aber erzählt. Ach so. Aber ich kann nun mal kein Spanisch und Englisch ist auch echt langweilig. Wenn du mir von Jugend forscht erzählt hättest, dann... Haha, ihr und eure Naturwissenschaften. Dann erzähle ich dir eben nicht davon. Ach komm, war nur ein Witz. Ich weiß schon, Theater, Englisch, Spanisch. Du hast den halben Text auf Spanisch geschrieben und dann aber lieber im englischen Teil mitgespielt. Siehst du, ich hab dir zugehört. Und jetzt erzähl schon. Na gut, wir waren echt aufgeregt. Die Leute von der 9.1 und 9.2 hatten ja so eine Art Musiktheater auf Französisch geschrieben. Musikalisch war das auch echt gut, aber naja, man hat kaum was von der Sprache verstanden. Sind eben keine richtigen Sprachenklassen. Sie haben aber trotzdem einen guten Platz gemacht und sich auch echt gefreut. Welchen denn? Den 25. Platz. Bei über 90 Teilnehmern eigentlich nicht übel, oder? Und dann waren wir dran. Mann, ich war so nervös, dass ich als allererstes mal meinen Text vergessen habe. Aber Moni hat einfach meine Zeile mitgesprochen. Und dann wusste ich es auch wieder und konnte weitermachen. Hey, sie hat mich echt gerettet. Aber du hast doch extrem viel geübt. Ja, ich weiß. Aber so ist das nun mal. Weißt du, wenn du plötzlich auf der Bühne stehst, so ganz im Kostüm und so, und du spürst die Blicke der Jury, dann ist das ganz anders als auf dem Heimweg in der Straßenbahn oder bei den Proben. Na gut, das verstehe ich. Und ihr habt echt gewonnen? Erster Platz und so? Ja, irre, oder? Ey, es war furchtbar knapp. Da war noch eine Klasse aus, ich glaube aus Hannover oder so. Ja, und die haben eine echt geniale Komödie auf Englisch und Italienisch gemacht. Sie haben das Engalienisch genannt. Nicht sehr einfallsreich. Naja, es passte schon, weil es irgendwie auch um Engel ging und so, also echt süß. Die Geschichte war eigentlich besser als unsere. Aber ihre Kostüme waren wohl irgendwie auf der Reise nach Leipzig kaputt gegangen oder schmutzig geworden oder so. Und da mussten sie improvisieren. Das hat man auch gesehen. Die waren irgendwie seltsam. Das hat sie dann Punkte gekostet, obwohl sie sonst so gut waren wie wir. Oder vielleicht sogar besser. Aha. Und was habt ihr nun gewonnen? Hey, das ist das Beste. Erstens dürfen wir beim Bundeswettbewerb teilnehmen. Der ist irgendwann im Juli. Und wir können nächstes Jahr eine Klassenreise nach Spanien machen. Alles bezahlt. Wahnsinn, oder? Oh, hier ist meine Haltestelle. Ich muss raus. Bis bald. Tschüss, Clara.